Moin Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von H214 mit Frankreich. Und was ich am Ende der letzten Folge gesagt habe, das hat vielleicht nicht jeder mitbekommen, aber vielen Dank für die 100 Abonnenten. Also das haben wir wirklich so schnell hingekriegt. Ich bin richtig stolz auf uns. Wir haben eine richtig kleine, schöne Community aufgebaut. Es wird auch schon immer schön fleißig in die Kommentare geschrieben. Immer weiter so. Ich finde das richtig, richtig top. Da hat man ein bisschen Ansporn, dass man das hier alles so, ja, dass man mehr Mühe reinsteckt nach und nach. Und dass es auch den Leuten gefällt. Das sieht man daran. Und ich wollte einfach mal Danke sagen. Ich weiß nicht, ob ich ein Special raushaue. Vielleicht beim nächsten Meilenstein. Ich weiß noch nicht. Durch mein Abi und so wurde das im Moment alles ein bisschen stressig. Und ich habe es ehrlich gesagt zeitlich nicht geschafft. Ja, jetzt würde ich aber sagen, starten wir erstmal in die Folge. Und wir versuchen jetzt Spanien anzugreifen in ein paar Tagen. Sollte nämlich das Kriegsziel fertig sein. Oder ist es schon fertig? Nee, es ist gegen die Sowjetunion und gegen Britannien, das faschistische Britannien, eine leere Drohung. Wir haben immer noch Streiks. Meuterei in der Armee, meine ich. Gut, dann müssen wir die Rechtfertigung doch kurz abbrechen. Und warten, bis wir wieder politische Macht haben, um das weiter zu rechtfertigen. Aber wir kriegen jetzt gleich wieder ein bisschen mehr. So, einen pro Tag mehr. So, wir haben eins in der Forschung. Mehr erforscht jetzt. Ja, lassen wir es erstmal und warten, bis wir das hier weg haben. Ja, deswegen können wir jetzt erstmal keinen Krieg anfangen. Was können wir tun? Wir können auf jeden Fall unsere Kriegsindustrie oder unsere Marine, würde ich sagen, ein bisschen aufpumpen. Ein bisschen stärker machen. Genau wie unsere Armee. Wenn die fertig sind, so, dann packen wir sie auch ins Feld. Wir können dann schon mal in Spanien gleich mitkämpfen. Unsere Luftwaffe ist auch schon ready. Und hier haben wir ein paar Probleme mit der Luftüberlegenheit. Aber jetzt nicht mehr, okay. So. Okay, vierte Internationale. Können wir die eigentlich irgendwann übernehmen, das Bündnis? Das wäre mal interessant. Fraktion übernehmen. Ja, wir besitzen im Moment jedoch 231 Fabriken, brauchen 281 mindestens. Und wir brauchen auf jeden Fall eine halbe Million mehr im Feld. Scheint aber realistisch. Das könnten wir sogar hinbekommen. Ja, probieren wir es aus. Oh, die Deutschen versuchen hier weiter zu landen. Dass die Deutschen das aber probieren, das wundert mich gerade echt ein bisschen. Mit Panzern sogar. Ja, unsere Forschung ist in 29 Tagen aufwärtig, dann können wir auch mal versuchen zu landen mit diesen Divisionen, die wir hier aufgestellt haben. Wir haben zwar keine Panzer, aber naja, dieser Krieg, der hält uns wirklich die ganze Zeit schon auf. Ja, es gibt nämlich noch andere Staaten, die wir eigentlich schon die ganze Zeit angreifen wollten. Alter, die greifen überall an. Oh, da ist aber wer gelandet. Und wir haben schon wieder Meuterei, immer noch Meuterei. Ey, wir kriegen es nicht hin, Leute. Egal. Dann müssen wir kurz mal wirtschaftliche Einbußen. Nee. Mit der Armee Einbußen machen. Ist aber besser als wirtschaftlich. Die Sowjets sind gelandet. Mhm. Alles klar. Ich habe so das Gefühl, mit Britannien, das könnte sehr bitter werden. Wir gucken jetzt erstmal, was Spanien macht. Warum ist denn die Angriffslinie weg? Habe ich die weggemacht? So. Gut, dann würde ich sagen, starten wir in nicht mal 10 Tagen. Ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube, das sollte ein schneller Vormarsch werden. Also irgendwann müssen wir hier doch echt mal schaffen zu landen, oder? So, jetzt können wir die Landung vorbereiten. Das machen wir jetzt auch. Kriegen wir irgendwo Kriegsunterstützung dazu? Nee. Nirgendwo. Nur Forschungsteams. Ja, egal. Dann machen wir erstmal keinen Schwerpunkt. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Landungen. Und zwar starten wir von Gent hier rauf. Und die starten von Gent. Nein. Von Gent hier drauf. Dann machen wir noch einen und der landet einfach überall hier in diesen Provinzen mit. Können wir noch einen machen? Ich glaube nämlich nicht. Nee, können wir nicht. Okay. Gut, dann sollen die erstmal schön planen.
Dauert wahrscheinlich auch 70 Tage jeweils. 84 sogar, okay. So, jetzt wollen wir erstmal hier den Krieg erklären. Haben auch gegen Norwegen wahrscheinlich dann gleich Krieg. Genau. Ist aber halb so schlimm gegen Norwegen. Das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Aber die müssen wahrscheinlich auch kapitulieren, ne? Ne, nur Spanien. Okay. Was ist das denn? Das Deutsche Reich hat 30% Kollaboration in Norwegen. Dadurch reduziert sich der Kapitulations... Ach so. Okay. Ja, geil. Wusste ich gar nicht mit der Kollaboration. Oh mein Gott, ich hab's sogar richtig ausgebrochen. Ja, das nenne ich einen Blitzkrieg, ne? Aber gut, die haben sich auch gerade erstmal von ihrem Bürgerkrieg erholt. Muss man dazu sagen. Alter, es geht auch richtig schnell hier. Krank. Ah, haben sie uns aufgehalten. Da hinten ist übrigens ein britischer Schützpunkt. Ach nee, das ist von dem demokratischen Britannien. Uppsala. Warum ist das hier schon fertig? Okay. Écoutez. So, dann müssen wir einmal nach hier, einmal nach da, einmal nach da. Okay. Écoutez. Ja, fahrt mal runter da, Leute. Achso, die wurden zurückgedrängt, deswegen. Wir haben neue Schiffswerften. Lol, Landungsdingsbums haben wir auch. So. Schaffen sie es nicht dahin, oder wie? Ach, Kacke. So. Scheiße. Alles voll da mit Division. Probieren wir es nochmal in den anderen Provinzen hier. So, das war's mit Spanien. Und sogar Norwegen, stimmt, die haben wir jetzt auch. Alle Regionen erobern. Und in Norwegen alle Regionen auch erobern. So. Okay. Gut. Ja, wir sind ja eine richtige Großmacht hier geworden mittlerweile. Es geht ja richtig schnell auf einmal. Wir sollten auf jeden Fall mehr in unsere Marine stecken. So viel ist jedenfalls klar. Das tun wir nämlich irgendwie nicht so. So. Gut, dann haben wir jetzt noch andere Staaten wie Portugal. Die wir auf jeden Fall auch annektieren können. Aber ich frage mich, was machen wir mit dem ganzen Zeug? Was sollen wir mit dem ganzen Zeug machen? Wir hatten sogar Mali, was unsere Armee angeht. Wir haben es trotzdem geschafft, Leute. So. 162.000 Waffen. Das nenne ich viel. Albanien hat kapituliert. Okay. Volksrepublik Hellas. Aha. Aha, aha. Albanien ist jetzt unabhängig? Hä? Ich verstehe das irgendwie nicht so richtig, was hier passiert, aber gut. Muss ich nicht verstehen. Ja. So. Haben wir denn genug Armeeüberlegenheit? Ach, was laber ich? Befehlsmacht, genau, Befehlsmacht. So. So, Leute, da bin ich wieder. War ein kurzer Anruf. Wir können jetzt übrigens unsere Landung starten. Wenn wir eine Marine hier hätten. Die haben wir nämlich, glaube ich, im Mittelmeer. Ach, nicht im Mittelmeer, da hinten noch gelassen, ne? Warte mal, wir haben hier aber U-Boote. Vielleicht brauchen wir die noch gar nicht wiederholen und so lange auf die warten. Vielleicht reichen sogar diese U-Boote. So. Und dann einmal starten. Geht das? Geht nicht. Ah, doch, geht. Aber nicht alle, oder? Doch. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen, da zu landen. Ach du Scheiße.
Alter. Wow. Das läuft ja dermaßen scheiße. Krass. Krasser Scheiß. Können wir das noch hier bearbeiten? Genau so. So, fahrt nochmal zurück. Die anderen können es nochmal ausprobieren. So. Alter, nein, das geht gar nicht. Gut, Leute. Was machen wir denn jetzt? Habt ihr einen Rat? In den Kommentaren. Wäre ganz gut, glaube ich. So ein Rat von euch. Was ihr jetzt machen würdet. Es ist nämlich eigentlich unmöglich, da jetzt irgendwie noch zu landen. Wir können dieses Tool nutzen. Wir könnten dieses Tool nutzen und den Briten ein Gebiet geben bei uns im Land oder in Spanien oder sowas, was wir noch nicht integriert haben. Und dann würden die ihre Truppen dahin ziehen. Dann landen wir. Das wäre ein Vorschlag. Ich würde sagen, ihr könnt mal abstimmen in den Kommentaren, ob ihr das okay findet oder ob das für euch zu sehr... Das ist eigentlich Cheaten, ne? Nee, bin ich eigentlich nicht für. Bin ich eigentlich nicht für. Na gut. Ich würde sagen, ja, dieser Spielstand hat sich irgendwie festgefahren, ne? Die Motivation ist bei mir nicht mehr richtig da. Aber ich will jetzt eigentlich noch nicht aufhören. Weil wir haben eigentlich viel geschafft. Also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall die mächtigste Nation in diesem Spielstand. Wir haben auch erst 1941. Aber irgendwie verlässt mich gerade die Motivation bei diesem Spielstand. Weil das halt wieder so ein... Das heißt unrealistisch, aber... Ja, es wird sehr unwahrscheinlich, dass wir das überhaupt schaffen. Und das wäre sehr, sehr, naja, lästig alles. Außerdem sind wir mit fast allen in einem Bündnis und haben nur noch die Alliierten. Und eigentlich haben wir es geschafft schon. Ich meine, wir sind das mächtigste Land. Ja, könnt ihr ja mal sagen, sollen wir weitermachen? Sollen wir nicht weitermachen? Oder sollen wir vielleicht nur ein, zwei Folgen weitermachen? Ja, schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir es gerne mit einem Daumen nach oben, einem Abo oder einem Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.